Stefan hat Schwierigkeiten, den LKW zu überholen. Wenn ich hier jetzt fliegen könnte, denkt er. Seit 40 Jahren fliegen die Maschinen der Schweizer Rettungsflugwacht. Diese private Rettungsorganisation REGA nimmt in der Schweiz häufig staatliche Aufgaben wahr. In Deutschland sind dafür verschiedene Einrichtungen zuständig, zum Beispiel die Search and Rescue Hubschrauber der Bundeswehr. Diese Bundeswehr-Rettungsorganisation fliegt für alle Menschen, die in Not geraten sind, für Zivilisten und natürlich auch für die eigenen Soldaten. Koblenz, Montagvormittag. Bereitschaftsalltag der am Bundeswehrzentralkrankenhaus stationierten Rettungscrew Christoph 23. Man sieht sie immer als Erste an einer Unfallstelle. Aufgeregte Schaulustige. Aber was machen sie? Nichts. Nur die Feuerwehr kann eine so eingeklemmte Person aus dem Wrack befreien. Doch die Feuerwehr ist bis jetzt überhaupt noch nicht informiert worden. Als ich das Auto gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass da irgendjemand lebend rauskommt. Und es gibt tatsächlich noch Leute am Unfallort, die sich und andere in größte Gefahr bringen. Können Sie das noch hinterhalten? Man kann in so einer Situation nicht abschätzen, wie schwer die Verletzungen sind, ob er vielleicht innere Blutungen hat im Bauchraum. Für mich kam es darauf an, meine Patienten auch einfach zu beruhigen, einfach die Nähe zu geben. Wir konnten im Endeffekt in der Situation, wie er da eingeklemmt war, relativ wenig für ihn tun. Ich dachte, du hast wirklich großes Schwein gehabt. Er hat es überlebt. Vielleicht hat oben jemand aufgepasst. Ja. Weiß ja nie. Gleich im Notruf. Gleich darauf kam das flüchtende Auto an mir vorbei. Also rannte ich zurück, um nachzusehen, ob ich den Polizisten helfen konnte.